Last time. Yeah! 1-0! Wir haben ein zweites Tor. Und das 3-0. Und da! Wird es das 7-0? Ja, natürlich. Matrosen, heult und schreit mit mir, auf dass wir die 7 Weltmeere in Angst und Schrecken versetzen. Ja. Look at them. Standing there. Nach ihrem 7-0 Sieg. Leute, Leute. Willkommen zurück zu einem weiteren Part. Leute, unser Gegner für die zweite Runde ist das australische Nationalteam Big Waves. Big Waves Stärke liegt im Angriff. Ihr Starspieler heißt Cole LaRouse. Klingt sehr australisch. Jeder von euch hat gerade erst mit Fußball angefangen. Ich mache mir Sorgen um euch. Aber das schaffen wir schon. Wer hat doch gelacht, ne? Zumindest, wenn wir genauso weiter trainieren wie letzte Woche. Kapitän, wenn wir hier fertig wären, dürfte ich mich dann von hier subtrahieren. Entschuldigung, was? Leute, warum? Warum die Stimmung? Wir haben 7-0 gewonnen. Kapierst du es immer noch nicht? Keiner von uns wollte Fußball spielen. Wir haben alle einen Vertrag und seine Bedingungen zwingen uns zum Spielen. Trotzdem haben alle gekämpft, um die erste Runde zu gewinnen. Das wird gut gehen, da bin ich mir sicher. Big Waves! Nächster Tag. Seid ihr die Einzigen, die zum Training gekommen sind? Wenn sie die zweite Runde gewinnen wollen, warum kommen sie dann nicht zum Training? Ich muss gleich wieder heulen! Zu Mami! Das liegt wahrscheinlich am Vertrag. Am Vertrag? Ja, wir müssen nur ein Spiel gewinnen, dann können wir tun, was wir wollen. Es ist also nicht mehr zwingend, an dem Training teilzunehmen. Was? Wer hat sich denn das ausgedacht? Welcher Idiot? Welcher schwerstbehinderte Vollidiot? Was ist denn hier los? Das wäre dann wohl ich. Trainer Black? Wieso? Sie haben das überhört, was ich gesagt habe. Aber bei, wenn ich mir so denke, fuck you, was soll das? Was bist du für ein Arsch? Wieso schreiben Sie solche Verträge? Ricardo, was ist los mit dir? Das bedarf keiner Erklärung. Sherwin, Sie leiten das Training. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses kleine Kind. Ich verzieh mich. Wer ist hier das kleine Kind? Sherwin! Der hat dich als kleines Kind bezeichnet. Ich glaube, er meinte dich. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Versuchen Sie alles, damit wir verlieren, Trainer Black. Ricardo. Herr Kapitän, können wir mit dem Training beginnen? Schließlich sind wir ja da. Cherries. Als wir auf dem Feld waren, hatte ich so viel Spaß. Ich möchte weiter Fußball spielen. In Ordnung. Beginnt schon mal mit dem Training. Ich werde versuchen, die anderen aufzutreiben. Mach das, please. Jo, wie sie am Trainieren sind. Kapitän, was muss ich tun, um endlich eine Technik zu erlernen? Wenn du deine Fähigkeiten einsetzt, kannst du sicherlich eine Technik erlernen. Wollen wir es versuchen? Ja. Kapitän, ich möchte auch was lernen. Ich auch. Schau mal, ich bin auch hier. Nun, ich helfe euch beiden.
Übrigens, Cherries, ich habe gehört, dass du eine großartige Turnerin bist. Allerdings. Davon habe ich auch gehört. Du warst Zweite in der asiatischen Jugendweltmeisterschaft in rhythmischer Gymnastik. Ach, nicht Erster, du bist lächerlich schwach. Ignoriere Ricardo, okay? Ignoriere ihn, der hat so gerade seine Zeit. Okay, davon hast du gehört, das freut mich aber. Ach so, das hat dann auch was mit den Bedingungen deines Vertrags zu tun, richtig? Ich könnte rhythmische Gymnastik im Ausland studieren und an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Aber du bist doch schon Zweite geworden, Weltmeister. Nee, das war nur Japan, nicht Weltmeister. Das macht doch keinen Sinn. Merkwürdig. Aber zuerst will ich die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen. Ich liebe Fußball. Wirklich? Der Fußball wird sich freuen, dass du spielst. Ich merke schon, das Spiel will ablenken von dieser sehr merkwürdigen Situation mit Fußball, Fußball, Fußball. Er wird sich freuen, der Fußball. Deine Flexibilität, die du dank rhythmischer Gymnastik hast, kann sicher sehr nützlich für das Team sein. Aber wieso wurden Mitglieder gewählt, deren Talente bei anderen Sportarten liegen? Ich verstehe es nicht. Erwin. Sky, hast du mit den anderen gesprochen? Nein, sie sind nicht im Zimmer zu finden. Bei rhythmischer Gymnastik kann man auch nicht reden. Danke für deinen Beitrag, aber wir müssen die Spieler finden. Ah, okay. Ja, Mann, was machen wir jetzt? Sie werden kommen. Sie müssen nicht mal am Training teilnehmen. Es reicht, wenn sie zusehen. Denn wenn wir alle zusammen sind, werden wir ein Team sein. Ja, das stimmt. Los, Erwin, suchen wir nach ihnen. Danke, Sky. Komplett allein gelassen. Wir sind ein Team, wenn wir alle zusammen sind, wie naiv er doch ist. Die Probleme gehen weiter. Ina Link! Es ist Zeit für das Training. Wo seid ihr? Jemand soll mir bitte Bescheid sagen. Sorry, Erwin ist gegangen, um alle zu bitten, zum Training zu kommen. Aber wo sind die alle? Das wissen wir doch nicht. Sag es mir! Einführung. Ricardo, Victor, könnt ihr euch vorstellen? Okay. Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Was ist die Vorstellung, Ricardo? Okay. Bitte melden. Ich muss etwas sagen. Es geht um Zippis Brieftasche, die er für gestohlen hielt. Dieser Kanal ist nur für wichtige Dinge. Aber die Oma sagt doch sicher was Neues, oder? Inazuma Japan hatte ein schönes Spiel gegen Korea. Ich wusste es, Inazuma Japan war im Spiel der Royal Academy nur nervös. Yay! Hast du das gehört? Okay, du laberst das Gleiche. Was machst du denn? Wer seid ihr? Ich bin ein alter Regalstapler, der besondere Items verschlingt. Oh, warte eine Sekunde. Oh, es scheint, als hätte ich gerade nichts, was ich dir geben könnte. Ich glaube, wir könnten jetzt im Menü die QR-Codes einscannen und kriegen das dann hier, beziehungsweise können das hier kaufen. Irgendwie so war das. Aber dafür müssen wir erst im Wheel of Soccer! Oh, look. Hallo, bist du einsam? Ja, ich auch. Ah, Trina! Nein. Trina, hier warst du also. Hast du mit dir selbst gesprochen? Bist du geisteskrank? Was? Oh, das... Möchtest du eine Weile zum... Sorry. Manchmal sind es die dummen Sachen, die mich dann zum Lachen bringen. Möchtest du eine Weile zum Training kommen? Vielleicht kannst du ja etwas lernen. Tut mir leid, ich würde lieber nicht kommen. Ich bin euch doch nur ein Klotz am Bein. Hast du nicht im letzten Spiel sogar, wollte jemand eine Technik gegen dich einsetzen und du hast einfach so ohne Technik abgeblockt?
Was heißt hier Klotz? Trainer. Aber Trainer. Weißt du vielleicht, wo die anderen sein könnten? Nie. Tut mir leid. Och, die arme kleine Knubbelding. Warte schon im Meer. So. Wir können endlich hier rein. Oh, look at it. Zippy! Hast du das Blut von 20 Meter? Jo, was geht altes aus? Zippy, da bist du ja. Wie wäre es mit deiner Partie? Fußball. Was meinst du, hä? Ich habe Fußball schon berechnet und das Spiel ist zu einfach gestrickt. Demnach beträgt meine Interesse 0%. Wie jetzt? Man kann den Fußball nicht berechnen. Ich habe das Gefühl, in dieser Session übertreibt man mit dem Wort Fußball. Wie oft wir jetzt in den letzten Parts Fußball gehört haben. Stop it, please. In einem Spiel kennt man das Ergebnis bis zum Schlusspfiff nicht. Das ist Fußball. Okay, dann beweis es mir beim nächsten Spiel doch einfach. Zippy. Wo sollen wir unsere Zeit verbringen? Ja. Fußball. Es ist hoffnungslos. Ich werde dich ab jetzt ignorieren. Okay. Was murmelt der Typ da drüben? Verstehe ich auch nicht. Yo, richtiger Sunnyboy hier. Ich bin erschöpft vom ganzen Laufen, meine Füße sind taub. Je höher die Ausdauer... Okay. Nur ein Tutorial. Ich habe gerade die Mitglieder von Inazuma Japan auf einer Bank beim Einkaufsareal gesehen. Du kommst zum Einkaufsareal, wenn du durch den Tunnel dort gehst und die Treppe hinaufsteigst. Oder du kannst den Aufzug im nächsten Stock nehmen. Dankeschön, der war hilfreich. Ich habe nachgedacht, heute Abend gegrillten Fisch zu kochen und habe mir jetzt gedacht, vielleicht hier reinzuspringen, in dieses Aquarium und mir so einen Haifisch zu nehmen. Keine Fotos, ich will... Jetzt aber erst recht. Es wäre doch gelacht, wenn ich hier kein Foto von irgendeinem Fisch machen kann. Zeig mir das Foto. Knutsch die Wand. Dürfen tatsächlich keine Fotos machen. Es gibt etwas an mir, das einfach nicht weggehen will. Es ist ein Tintenfisch. Meine Mutter sagt, es gibt noch mehr gute, aber das ist nicht die Art von Problem, die ich meine. Es muss Tintenfisch sein, besonders der Blauflossenkalimar. Unvergleichlich. Was hast du gelabert mit was? Ich liebe Tintenfische. Der erste auf der Liste ist ein Blauflossenkalimar. Achso, sie meinte mental, was ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Das verstehe ich. Okay. Warum mag unser Kind Tintenfische so sehr? Das Meer hat so viele schöne Fische und niedliche Tiere, aber sie mag ausgerechnet Tintenfische. Tintenfische, verstehst du mich? Okay. Akrobatischer Delfin, ich dachte, das wäre eine Seehund. Du kannst ihn in dein Tagebuch stempeln, da ist es eine Erinnerung, dass du hier warst. Ich glaube, das ist in Japan ziemlich groß. Stempel der Besucher, oder? Das ist ziemlich niedlich. Kann man da sonst noch was machen? Ich bevorzuge ja Leuch Kalmar. Seit über 80 Jahren ist er der Tintenfisch aller Tintenfische. Warum reden die alle über Tintenfisch? Tintenfisch. Aber ich kann nichts für den Enthusiasmus dieses Kindes. Okay. Der weiß, wovon er redet. Willkommen in der Meerjungsfrau in der Halle. Unser Aquarium bietet eine Auswahl an Lebewesen, die alle in der Bucht von Tokio zu finden sind. Der Eintritt ist frei, also kommt herein und habt Spaß. Diese Aufzüge, die verbindet. Ich gehe aber lieber die Treppe in Training. Überall diese Kisten. Neue Spieler. Oh je, Mini. So viel Neues hier. Ich habe einen Köder verwendet, den ich aus einem Bagel-Sandwich in einem örtlichen Geschäft gemacht habe. Glaubst du, dass der Fisch anbeißt? Vielleicht mag es Bagel-Sandwiches.
Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hallöchen. Ich beschloss, hier vorbeizukommen und ich fragte mich, was dieser Laden hier alles zu bieten hat. Es ist nicht, es ist nicht sehr Odaiba oder Fußballartig, aber es gibt hier nur einen Haufen obskurer Sachen. Ja, das bin ich jetzt mal gespannt. Techniken, I see. Aber dafür müssten wir ja zuerst mal was spinnen. Dieser Laden hatte einen ziemlich guten Ruf, nicht wahr? Dieser Ladenbesitzer weiß, wovon er spricht. Erstmal Fotos machen hier. Stein des Donners. Stein des Windes. Und wo ist der Stein der Dinkelheit? Ich habe eine Sammlung aller Arten von historischen Funden. Schau dir diesen Klappschirm an. Er ist aus einer früheren Edo-Zeit. Kannst du die alte Luft auch spüren? Aber das ist nicht die Art von Sammlung, die wir zu Hause haben. Dies sind Fossilien aus der Jomon-Zeitraum. Jetzt muss ich mich nur auskennen mit dieser japanischen Zeit. Wenn ich von Sammlungen umgeben bin, kann ich den alten Duft riechen. Es ist so befriedigend. Meine Nase ist ein bisschen verstopft. Man hört es vielleicht raus. Ich beobachte dich. Du wirst augenfällig. Okay, Psychokatze. Viel Spaß noch hier weiterhin. Flaschenqualm. Was bist du für ein Hocker? Das Riesenrad sieht toll aus, oder? Ich kann es kaum erwarten, darauf zu steigen. Warum hockt er so? Das wird das beste Riesenrad der Stadt werden. Die Eröffnung können wir kaum abwarten. Aber hey, ihr könnt ja nicht lang. Okay. Jo. Hey, wen haben wir denn da? Wir arbeiten an der Brücke. Es kommt ein bekommt einen Anstrich. Wäre schön, wenn es fertig ist. Was, wäre schön, wenn es fertig ist? Wäre schön, wenn es fertig ist. Okay. Okay. Wir waren dazu bestimmt, dieses Spiel zu spielen. Lass uns loslegen. Okay, wenn du meinst. Look at them. Brave. Richtiger Braveheart. So. Machen wir kurz einen Prozess aus dem. Let's go. Los, Vector, mach ihn kalt. Ich kann gut singen, ich weiß. Mineralwasser. Warum ist Falco im Tor? Was machst du da, Junge? Wir haben dies verloren, aber es war eine gute Erfahrung. Jetzt muss ich erstmal umstellen, weil das irritiert. Wahrscheinlich hier erst einmal umstellen. Weil das geht doch nicht. Terry? Achso, der ist ja nicht da. Deswegen! Falco, du tust mir leid! Wann können wir endlich Spiele anwerben? Let's go mit der Schokolade! Was? How is this possible? Oh no, ist das unsere erste Niederlage? Das ist unsere erste Niederlage! Ich versuche gerade eine richtige Emotion zu finden, wie im Real Life. Verloren. Lasst uns noch einmal spinnen. Was wird unser neues Schicksal sein mit diesem Spin?
wieder ein Zweitklässler.